Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuto, beim Clan Bettaste. Ja, ihr habt es gerade gesehen, im Ladebildschirm, der Ladebildschirm ist so ein bisschen anders, den kann ich leider nicht anhalten, aber ihr könnt euch das Bild öfter mal anschauen, je öfter ihr das Spiel startet, aber dafür müsst ihr erstmal in den Google Play Store gehen oder in den Apple iTunes Store, ich weiß nicht genau, wie er da heißt, weil ich kein Apple habe, und dort ein optionales Update machen, denn ihr erkennt das sicherlich nicht im deutschen Client. Ich will euch natürlich mal wieder die Unterschiede zeigen. Englischer Client, deutscher Client. Ich habe hier auf meinem Emulator den englischen Client hier am Laufen und ihr seht das schon, diese Events hier unter Umständen, das ein oder andere kennt ihr vielleicht nach wie vor nicht, aber wenn man hier klickt, Happy Lunar New Year heißt es hier, und unter Read More kann man sehen, hey Chief, we have new optional update available now in all App Stores. Das Update beinhaltet ein paar Festival-Geschichten und der native Support und die Optimierung jetzt auch endlich für iPhone X. Also ich habe einige Kollegen, die haben iPhone X und haben dort schwarze Ränder rechts und links gehabt, aber es ist jetzt auch optimiert für das iPhone X hier. Also habt viel Spaß mit eurem tollen iPhone. Was ist das eigentlich? Also hier wird kurz erklärt, was es eigentlich für ein Festival ist, beziehungsweise wo es herkommt und wann es beginnt. Und was dort dann die Leute machen. Also das ist ein Event for Homecoming, where millions of people leave their cities and begin eine lange Reise, sometimes taking several days, also mehrere Tage, um mit ihren Familien und Freunden zu feiern. Und im Februar ist dieses Event hier wohl, in welchem Land auch immer, ich werde das mal ein bisschen tiefer nachgoogeln, aber ihr habt es gesehen, es gibt den neuen Ladebildschirm und es gibt natürlich auch ein bisschen was in-game. Es gibt nämlich hier diese Bäume, die wohl spawnen, und sie geben 75.000 Gold und sollen wohl ganz, ganz schön mit der Sonne positive Energie abstrahlen. Und es gibt so ein Feuerwerk hier, wenn man das abbaut, gibt es halt eine kleine nette Animation mit so einem Flower Fiery Fireworks heißt es hier. Also wo so ein bisschen was, so ein bisschen Spektakel einfach nur hergezaubert wird. Und ich kann euch das einfach mal als Beispiel auf meinem Tablet zeigen, das habe ich heute auch abgedatet. Halt, bevor ich hier hinspringe, noch was ist abgedatet worden, und zwar hier die Reihenfolge der Items. Das ist auch ganz witzig. Ich habe jetzt eben das eine Buch genommen, den letzten Trank genommen, und der ist jetzt nach hier hinten gerutscht. Die waren eben alle drei hier vorne und die Sortierung ist also jetzt ein bisschen anders. Flaschen vorne, Bücher hinten, ist aber nicht überall so, denn jetzt springe ich mal aufs Tablet. Hier bin ich jetzt auf einen meiner 10 Zoll Tablets und ich habe den Client auch mal in Deutsch gestartet, also ihr bekommt das unter den deutschen News hier nicht mit. Die letzten News hier nach wie vor Meets GML Finale, also schaltet ab und zu ruhig mal um aufs Englische. Die Ereignisse sind die gleichen und die Clanbook hier, ich glaube, das ist aber je nach Items verschieden. Hier ist es auch ganz, ganz anders. Also hier kommt erstmal ein Buch, dann kommen hier ein paar Tränke und dann kommen wieder Bücher. Also keine Ahnung, warum das hier so ist. Und ich wollte euch einfach nur mal die Unterschiede zeigen und einfach so ein bisschen Clash leben, was mich ja auch ein bisschen betrifft, einmal zeigen. Und ich schalte jetzt aber mal wieder um auf den 10er Account hier, denn ihr seht, ich bin im Vollboost und will natürlich jetzt auch ein bisschen kämpfen. Ich habe auch noch Clanspiele offen, obwohl wir die 30k natürlich schon längst erreicht haben. Machen wir einfach weiter hier. Wir werden die 50k sicherlich auch schaffen. Und ich muss noch ein bisschen Zerstörung an den Tag legen hier. Und ich würde sagen, so einen nehmen wir hier einfach mal mit. Ich muss mal gerade gucken, was der für Infernos hat hier. Das hier ist ein Single hier unten und, da oben hat er einen Multi. Okay, hier oben hat er Multi. Ich würde sagen, wir gehen dann auch am Multi rein. Ruhig mal mit einem Queenwalk. Ja, wir gehen mal mit dem Queenwalk rein hier. Ich habe jetzt keinen Warden, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier was wegmachen können, dass mir die Queen nicht ganz so stark entgleitet. Das sieht schon mal ganz gut aus, aber ich muss sie jetzt gleich auch, glaube ich, schon mal so ein bisschen hier in Wut bringen. Und das, was wir ruhig mal machen. Wir ziehen hier mal ein paar Mauerheinis rein. So sieht das schon mal ganz gut aus. Und da kommen Clanburg-Truppen. Clanburg-Truppen. Okay, da kommen ein paar Clanburg-Truppen. Die muss ich jetzt schaffen. Mal sehen. Die haben wir schon mal ganz, ganz gut, denke ich mal, erledigt. Und dann ziehen wir hier jetzt den Riesen noch mit rein.
nehmen hier unsere paar Bowler mit rein. Oh, da kommt hier noch ein Bowler raus, okay. Die Mauerbrecher hier nochmal gesetzt. Ich nehme hier jetzt schon mal meine CB rein. Das ist nicht so schlimm, jetzt muss man gerade gucken. Die Riesen können natürlich auch hier so ein bisschen springen, wenn sie möchten. So. Und meine CB, die lasse ich hier jetzt mal laufen. Hier läuft jetzt mal meine CB so ein bisschen durch. Und ich muss nur schauen, wo ich die gleich mal durchheile. Ich glaube, ich heile sie hier mal durch. Ich heile die hier jetzt mal durch. Ich muss mal sehen, die Queen ist hier noch in der Mitte, jawohl. Die muss ich nochmal. Ich glaube, die bringe ich jetzt nochmal so ein bisschen in Wut hier. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Packen wir in jedem Fall so ein bisschen was. Ich bin mal ein bisschen leicht angeschwächt hier mit der Armee. Wenn der Warden fehlt, es fehlt einem doch schon so ein bisschen was. Muss man mal so sagen. Aber hier in der Mitte, beziehungsweise, ja, ihr seht das glaube ich gar nicht. Das Dunkle will ich natürlich auch haben, denn ich möchte meinen King ganz gerne mit dem nächsten Buch der Helden machen. Oh, jetzt ist mein King dran im Single Inferno. Okay, mal sehen, wann sich die Queen den Single Inferno vornimmt. Mal sehen, ob sich noch lohnt. Ich gucke mal, ob sich lohnt, dass die Queen noch... Ah, ne, die geht nach da. Okay, Heiler habe ich jetzt eh nicht mehr. Aber wir haben hier die Masse des Lots, denke ich mal, geholt. Und dann kann der Single Inferno auch Single Inferno sein. Na, okay. Wir brechen den mal ab. Lassen wir die Queen mal nicht ganz durchsterben. Und ich glaube, das haben wir ganz, ganz gut gemacht hier. Und ich habe die Challenge endlich completed. Also gibt noch mal ein paar Punkte für mich dazu. Ich war ziemlich nölig, dass ich hier so wenig Punkte geholt habe. Nachtdorf mache ich im Moment nicht. Das ist auch Battle Victories. Die mache ich auch im Moment nicht. Und was können wir denn eigentlich noch machen hier? Ein paar Hawks einsetzen. 10 Hawk Rider. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit hier. Nehmen wir mit den Boost und mal sehen, was wir noch für eine Truppe bauen können hier. Zweiter Mir ist jetzt ready. Ja, so ein bisschen rumgespendet hier. Auch das ist so ein bisschen mein Clan-Leben hier oder überhaupt so ein bisschen abends zum CK-Start hier reinkommen. Unsere RH9er greifen dann natürlich mit Masse an und auch schon mal der ein oder andere 10er 11er und dann schmeiße ich so wie jetzt ab und zu mal einen Boost an. Eigentlich ist das nicht schlecht. Das Doofe ist, wir nehmen den ruhig mal mit hier. Ich muss mal gerade gucken. Und zwar trollt er uns nicht mal. Naja, der trollt uns nicht mal. Spende ich dann ganz gerne schon mal so ein bisschen Truppen, so wenn ich, so wie ich im Boost bin, denn auch da im Moment, muss ich sagen, bin ich echt nicht einverstanden mit meinem Spendenverhältnis. Eigentlich ist das nach, ich weiß gar nicht, wie alt die Saison jetzt schon ist, 6 Tage oder so. Da habe ich eigentlich ein viel, viel besseres Spendenverhältnis. Also bin ich zumindest von mir gewohnt, so muss ich da sagen. Und von daher muss ich da so ein bisschen was tun. Ich gucke jetzt mal, ich glaube, ich ziehe die mal. Wo gehen die denn da oben jetzt erstmal hin? Oh, ganz, 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 ganz schlecht hier. Ganz schlecht hier in der Mitte. Ganz schlecht hier in der Mitte. Oh. Toto, da hast du nicht mit Loons gerechnet und ich habe die Clanburg auch viel zu spät gesehen. Eieiei, und ich habe jetzt noch einen. Okay. Suboptimal. Nenn das mal suboptimal. Ein paar Ressourcen haben wir gekriegt. Und Queen ist hier unten aber noch am Laufen. Das müsste eigentlich noch passen. Wir heilen hier die Miner mal durch. Mal sehen. Die Loons gehen jetzt erstmal schön auf den einen Bogenschützen und dann natürlich komplett meinen Minern hinterher. Komm, Queen. Was machst du noch? Ja, das macht die Queen in jedem Fall, indem ich sie jetzt nochmal richtig, richtig Zunder gebe. Und die Loons kommen hinter die Miner auch gar nicht hinterher. Na gut, jetzt haben sie den letzten Miner hier auch gepackt. Aber jetzt ist das auch gewesen. Ah, ne, haben sie noch gar nicht. Die Miner leben immer noch. Die gehen noch zur Clanburg. Okay, den haben wir einfach gemacht. Haben wir einen Zauber gespart. Ist auch in Ordnung, aber wir wollten ja eigentlich mit Hawks angreifen. Das war jetzt nochmal alles in der Clanburg. Sache hier und dritter Angriff. Oh, Clanburg auch noch, jawohl. Und dritter Angriff jetzt aber gleich mit Ochs. Und dann lassen wir schon mal wieder ein paar Riesen Wut geben. Vielen Dank. An. Ich hatte ganz vergessen, dass wir aktuell auch in einem Clankrieg stecken und habe ja eigentlich immer mal wieder versprochen. Natürlich zeige ich euch auch Clankrieg, obwohl ich natürlich im Moment viel zu tun habe. A auf der Arbeit, B in Clash of Clans. Und C natürlich auch in meinem RL, das muss ich natürlich auch ganz nach vorne bringen. Und
mal sehen, wie der Dirk hier diese unbequeme Base gemacht hat. Ja, ist natürlich gerade so mal Rathaus 10er, aber er hat 3 X-Bogen. Der vordere steht auf Boden auch gut. Der macht jetzt gegen die Truppen, die da jetzt erstmal kommen, nicht so wirklich viel Schaden. Also der muss ja schon fast 5-mal auf den Barren schießen, bevor der dann auch mit drauf geht. Aber kommt hier gut rein in die Mitte. Also guter Funnel hier an der Stelle schon mal. Und hat noch zum Finish 25 Hocks. Gucken wir uns das mal an. 36er Queen, 30er King für Morgulem. Also der ist zumindest von den Truppen her Maxi, der Dirk. Einige Leute sehe ich hier auch relativ selten. Was heißt relativ selten? Ich sehe sie meistens nur in den CK-Angriffen. Denn das kennt er selber. Du gehst einfach dann wieder ins Game rein, guckst mal, wer war denn mal so da, wer hat denn mal was gemacht oder gesagt. Und oh, die Doppelbombe war schon mal fies, aber der Heil kommt passend. Und alle werden hier sehr, 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 sehr schön durchgeheilt, muss ich mal gerade so bemerken. Und jetzt kommt sicherlich gleich schon der zweite Heal, aber guckt euch mal die Hocks an. Also im Moment finde ich Rathaus 10, Rathaus 11, je nachdem, was du und wie du machen musst, sind die Hog Rider sehr, sehr gut, sehr, sehr dominant hier. Und wenn der Funnel gut ist, du schaffst Queen, CB und vielleicht noch ein bisschen mehr, dann ist die Truppe hier derzeit ganz, ganz schlecht zu stoppen. Es sei denn, du setzt sie auch ein bisschen komisch. Na, die haben hier, der Gegner hat hier immer so schöne Troll-Teslas. Na, mein Gott. Was soll man dazu sagen? Ob es was bringt? Ja, es ist zeitintensiv, aber das sind jetzt Hockrider hier. Er hat noch einen Heil, hat sogar noch da noch einen Hock. Noch einen Hock, den kann er fast hier unten auf den Tesla setzen. Und letztendlich ist das natürlich für so eine Meute von Hocks ein gefundenes Fressen, so ein Tesla hier. Und dann hüppeln die hier schön weiter. Ich gehe mal richtig schön nah rein hier in die Hock Rider. Jetzt hat er, glaube ich, hier hinten den, ja, hat er mit einem Hock und einen Heilzauber gemacht. Okay, kann man auch so machen. Dass ihm die Zeit vor allen Dingen nicht weglief, denn er musste dann nochmal, dann reiten die nämlich hier alle ran vorbei und dann steht dieser blöde Tesla da und keiner hat sich darum gekümmert, weil die Hocks sich jetzt auch nicht geteilt haben. Aber hat er gut gemacht hier, glaube ich, war ein cooler Angriff. Und wir benutzen die Truppe jetzt auch bei uns hier im Farmangriff. Also in der Folge wollte ich letztendlich mal auf das optionale Update aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt, und auch mal wieder auf die Unstimmigkeiten deutscher, englischer Client. Dieser komische Mismatch da in der Treasury, was das auch immer sollte. Und den können wir uns noch bis zum Ende angucken. Ich springe einfach jetzt doch mal rein. Ich kann es ja doch nicht lassen. Ne? Ich kann die Finger nicht vom CK lassen. Und ja, ich weiß auch schon warum, weil es natürlich auch wieder ein cooler Dreier wird hier vom Repo auf die Nummer 5, also 2 auf 5 hier und ziemlich dominant hier, Glückwunsch. Und jetzt wollen wir aber trotzdem mit unseren Hocks angreifen, sonst vergeige ich das nämlich wieder noch. Und wollte ich auf gar keinen Fall. Ich brauche hier gar nicht lange suchen in dieser Liga. Hier finde ich eigentlich immer was. Die Lager werden heute Abend, denke ich mal, wenn ich so ein bisschen weitermache, so auch relativ voll sein. Ich habe jetzt zwar ein bisschen Dunkles, natürlich im Gebrauch hier 10 Bowler, 14 Hog Rider, die nehmen natürlich auch schon mal ganz, ganz gut was weg. Ja, aber es gibt manchmal auch Bases, die muss ich einfach machen. So wie den hier, so eine tote Base, die findet man schon relativ häufig. Aber wir gucken mal, ich teste jetzt mal was an. Mal sehen, ob die Abpraller vom Bowler hier diese Luftabwehr da vorne schaffen. Ich setze mal noch einen dazu. Oh, okay, die kriegen jetzt, ah Mist, die kriegen da ein bisschen Beschuss. Das war jetzt doch ein bisschen doof. Dann packen die das nämlich doch nicht. Mist, jetzt rennen die nach da unten hin. Wie? Ah, das war doof. Okay, das ist doof. Dann gehen wir hier doch mal mit 2 Mauerbrechern, glaube ich, rein. Es wäre schön, wenn wir die einfach mit so 1-2 Riesen machen und können dann unsere Clanburg hier hinterher schicken. Das wäre echt nett, wenn die Luftabwehr jetzt weggeht, dann können wir nämlich hier unsere Riesen hinterherbringen und dann lassen wir die erstmal ein bisschen laufen. So, noch ein paar Riesen davor, 2 davon, ein paar Mauerbrecher hier rein, ein paar Bowler und Helden hinterher. So, dann kann das hier durchgehen. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Sprung. Meine Mauerbrecher schon wieder. Oh, die Mauerbrecher. Naja, gut. Sie sind mal wieder komplett durch die Base gegangen und so ein paar gehen sogar ganz behende rein, weil die gehen natürlich auf Defense-Gebäude hier. Gar keine Frage.
Und dann bringen wir die jetzt schon mal so ein bisschen in Wut hier. So, der ist schon mal weg. Mal gerade gucken gleich, wo ich meine Hocks so ein bisschen am günstigsten setze. Ihr seht, ich habe auch ein paar Heilzauber dabei. Ich gucke mal. Ah, da hinten ist die Queen. Das ist natürlich, das ist suboptimal. Deswegen gehen wir hier schon mal. Wir gehen hier mal mit den Hocks rein. So, wir lassen die einfach mal hier so ein bisschen weiter reintippeln. Und dann gucken wir mal, wo unsere anderen Truppen denn so sind. Ich nehme hier jetzt erstmal, ich nehme hier den Sprung mit rein. So, hier haben wir noch zwei Hocks. Und, oh, die gehen gut durch. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die Hocks jetzt so schlecht sind. Sind sie sicherlich nicht. So, die muss einfach mal ein bisschen beschleunigen hier, die Jungs. Und ich nehme die Hocks auch nochmal jetzt richtig in Pfeffer. Komm. Hier unten sind meine Helden. Die sind noch gut dabei. Ja, das sieht gut aus. Komm, die Queen giften wir hier. Und die muss jetzt, ja, okay, die macht mir natürlich jetzt, denke ich mal, relativ viel Truppen da kaputt. Aber ihr seht im Hintergrund, kommen schon King und Queen zur Hilfe. Und ich denke, die werden es dann auch machen. Da haben wir mal so eine Base hier gemacht. Haben unsere Hocks eingesetzt. Also 10 Stück mussten wir ja machen. Und die Riesen hier lassen sich gar nicht beeindrucken. Jetzt muss ich hier mal eben die hier noch zünden. Alle Barbaren von hinten in den Königen Popo. Okay, also alle von hinten. Natürlich nicht in den Popo, sondern die haben sie jetzt erschlagen dort. Aber das sah ja jetzt gerade mal ganz witzig aus. Und dann ist das Gebäude hier das letzte. Ah, okay. Okay, das sei ihm gegönnt hier. Das Labor bleibt stehen. Also nochmal ganz nett hier gemacht mit Bonus. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ich habe jetzt die ersten beiden Punkte hier reingeholt. Habe jetzt auch schon wieder ein paar Bowler am Start. Und switche sicherlich am Wochenende auf meine anderen Accounts. Wird jetzt erstmal so ein bisschen, leider die Clanspiele ein bisschen weitermachen. Werde hier noch ein bisschen schieben. Ich verbleibe einfach. Bis dahin, euer Toto. Flasht.